Sie gilt vielen als das größte Modeereignis der Welt, die Met Gala. Auf den Treppen des Metropolitan Museum of Art posieren die Stars, wie hier Naomi Campbell, in den ausgefallensten und aufsehenerregendsten Kreationen. 1948 fand das Schaulaufen in New York erstmals als eine Spendenaktion statt und ist seither an jedem ersten Montag im Mai, ausgenommen während der Corona-Pandemie, für viele ein fester Termin. Das Motto in diesem Jahr: Gilded Glamour, also vergoldeter Glamour. Christiane Meyer hat sich für uns angesehen, wie das Motto umgesetzt wurde. Glanz und Glamour waren erwünscht bei der Party des Jahres im New Yorker Metropolitan Museum. Das vergoldete Zeitalter, so hieß das Motto, das Vogue-Chefin Anna Wintour den Prominenten vorgab. Also die Zeit, in der Amerika durch die Industrialisierung zu unermesslichem Reichtum kam. Klar, dass sich auch der derzeit reichste Mann der Welt, Elon Musk, im Scheinwerferlicht präsentierte. Gold und Scheingold waren auf dem Laufsteg zu sehen, aber auch das eine oder andere politische Statement, zum Beispiel vom New Yorker Bürgermeister Eric Adams. Wir brauchen eine sichere U-Bahn und hier steht, wir sind gegen Waffengewalt. Es geht um unsere Kinder, die sind die Opfer in diesem Land. Kim Kardashian hatte extra 16 Pfund abgenommen, um in das spektakuläre, originale Marilyn Monroe-Kleid zu passen und sich die Haare platinblond gefärbt. Alles für den guten Zweck. $35.000 Eintritt müssen die Promis bezahlen. Die Einnahmen kommen dem Kostüminstitut des Met-Museums zugute, das nach Anna Wintour benannt ist. In der dazugehörigen Ausstellung feiert das Metropolitan den Siegeszug der amerikanischen Mode in einer Anthologie durch die letzten Jahrzehnte. Mode sei Ausdruck von Persönlichkeit und Haltung und gelegentlich auch Politik, findet First Lady Jill Biden, die zum Auftakt am Morgen vorbeigeschaut hatte. Als die Rede zur Lage der Nation anstand, wusste ich, dass über mich nur berichtet wird, was ich anhabe. Deshalb habe ich die Sonnenblumenstickerei bestellt, die Nationalblume der Ukraine, als Symbol der Hoffnung und der Solidarität. Sie war in bester Gesellschaft. Hillary Clinton wurde von den Fans auf dem roten Teppich bejubelt. Die Sängerin Lizzo brauchte ein paar Flötentöne mit in einem majestätischen Outfit. Das Kleid von Billie Eilish war hingegen aus gebrauchtem Material, aber natürlich von einem berühmten Designer. Genügend Glamour war jedenfalls vorhanden und eine kleine Überraschung hatte Blake Lively auch noch parat: einen Farbwechsel. Für ein Paar war es ein ganz besonderer Abend. Einen Heiratsantrag auf dem roten Teppich kann man nun wirklich nicht ablehnen. Die Gala fand erstmals nach der Corona-Epidemie wieder an ihrem traditionellen Tag im Mai statt. New York ist wieder da.